Hey zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von The Elder Scrolls Online. Und mich wundern, ich habe mir keinen Hofnamen eingestellt, das ist kein Ding. So, weil wegen 1. April und so. Genau. Konnte man sich das wohl irgendwie im Kronenshop kaufen. Das ist seltsam. Sieht cool aus. Ich meine, ich mag die Farbe nicht so. Aber. Ziemlich gefährlicher Hofnamen mit deinem komischen Schwert hier. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Was wollen wir machen? Ja, hey ho zusammen. Und ja, wie ihr seht, ich habe ein dezentes Problem mit dem Video. Was ihr hier seht, ist The Elder Scrolls Online. Das sind die letzten Aufnahmen, die ich zusammen mit meinem Bruder gemacht habe. Und leider seht ihr ja, dass die Qualität wirklich mega grottig ist. Also das ist wirklich was ich keinem antun kann. Jedes Mal, wenn Bewegung im Spiel ist, wird das Bild mega grisselig. Man erkennt nichts mehr. Außer jetzt wie hier zum Beispiel, wenn ich stehe und einfach nur Texte lese. Dann sieht es halt super aus. Also was heißt super, es geht auch besser, aber es sieht auf jeden Fall okay aus. Und so geht das aber, glaube ich, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde weiter. Und das kann ich echt keinem antun. Deswegen habe ich versucht, eine Lösung zu finden. Das ist jetzt natürlich auch der Grund, warum in letzter Zeit kein The Elder Scrolls Online mehr kam. Und ich will das natürlich ändern. Ich will ja, dass es weitergeht. Ich will ja auch, dass ihr wieder was davon seht. Und deshalb habe ich mir jetzt überlegt, ich versuche, diese Parts so ein bisschen zusammenzuschneiden. Und zwar so, dass ihr die wichtigsten Sachen quasi in einem Video habt, die wichtigsten Sachen, die man auch erkennt. Und alles andere muss ich euch dann entweder irgendwie in einer kleinen Zusammenfassung geben oder es ist halt leider einfach weg. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, gerade weil es um relativ interessante Quests ging, die wir da gemacht haben, will ich auf jeden Fall versuchen, dass ich euch das Ganze so ein bisschen zusammenschneide. Und gerade die Parts, wo die Menschen mit uns reden und uns sagen, was wir tun müssen, dass ihr die dann trotzdem sehen könnt. Wir sind, glaube ich, auch ein paar Mal gestorben. Es waren eigentlich ganz witzige Sachen auch teilweise dabei. Aber wie ihr hier oben seht, ja, ich weiß nicht, ob ihr euch das wirklich antun wollt. Das ist jetzt halt auch einfach die Frage. Ich lade dieses Video im Prinzip hoch, um euch zu fragen, ob ich das einfach so hochladen soll, mit dieser Qualität, weil es ist halt einfach, ich habe das mit OBS aufgenommen. Ich bin hier irgendwie so ein bisschen... Ich habe das halt mit OBS aufgenommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, aber das ist halt das Problem, dass dann diese Grafik bei rumkam. Und dadurch, dass OBS mir mehrfach abgestürzt ist, habe ich dann später mit Fraps aufgenommen. Die Parts kann ich auch ganz normal hochladen, da ist die Qualität auch super. Ich weiß nicht, warum OBS mir da so einen Hackbraten vorsetzt. Wenn irgendwer sich damit auskennt, schreibt mir doch am besten mal, ob ich irgendwie was an den Einstellungen falsch eingestellt habe, ob ich irgendwie was da an... Ich bin tot. Ja, das erste Mal gestorben. Ob ich da irgendwie was an den Einstellungen drehen muss, dass das halt besser aussieht. Ich weiß nicht genau, was ich falsch gemacht habe. Ich kenne mich aber mit OBS auch nicht so gut aus, muss ich zugeben. Deswegen, meine Frage an euch. Wollt ihr, dass ich das Ganze so hochlade? Das wäre dann, wie gesagt, eine halbe bis dreiviertel Stunde mit dieser Grafik. Oder wollt ihr einfach, dass ich euch einen kurzen Zusammenschnitt mache? Worum ging es in den Quests? Was genau haben wir gemacht? Und so weiter und so fort. Und dass ich dann die Fraps-Parts... Also die Sachen, die ich mit Fraps aufgenommen habe, wieder ganz normal hochlade. Das bleibt jetzt im Prinzip euch überlassen. Falls ich keine Antworten bekommen sollte, werde ich einfach diesen Zusammenschnitt machen. Weil ich bin der Meinung, sowas kann man echt keinem antun. Ich überlasse das jetzt, wie gesagt, euch. Ja, das war es eigentlich auch schon erstmal. Ich würde sagen, wir sehen, hören, lesen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.